Im Elektrorad-Test 2 2010 diesmal dabei das Velo de Ville ES80, ein hervorragendes Tourenrad, das sich prima auch für Pendler eignet. Ein Elektrorad in leuchtendem Blau? Ja, Pedelecs müssen wirklich keine grauen Mäuse sein. Uns gefällt hier sehr der elegante Auftritt dank klassischem Rahmenbau mit filigranen Rohren, die Starkgabel für definitives Steuern, die mattschwarze zum Fahrer gezogene Lenkstange, der Sportsattel, der ebenfalls mattschwarze Hebeträger mit schwarzem Akku, der sich mit seinem Henkel herausziehen lässt, sobald die entriegelte Rücklichtlampe nach unten schwenkt. In Silber dagegen sind gehalten nur die Felgen und Speichen, der unauffällig kleine Revo-Frontmotor, die Steuerungselektronik im Sockel der LED-Frontleuchte sowie die 8-Gang-Freilaufnabe im Hinterrad. Beim Aufsitzen fällt die sportlich gestreckte Sitzhaltung auf. Das deutet schon in Richtung Pendler. Beim Fahren ohne Motor gefallen der Leichtlauf, gut fürs Energiesparen, die ausgewogenen Fahrleistungen, die sehr guten Bremsen. Auf Pflasterpassagen dagegen klappert beim Testrad die Akkubox. Unser Fahreindruck. Etwas tief drückt der Daumen in das dreifach segmentierte, gummierte Tasterfeld des stylischen Displays, dessen Zahlen und Infos etwas prägnanter sein könnten. Die Unterstützungsmodi lassen sich leider nicht auf und ab anwählen, aber es gibt in jeder Assist-Stufe eine darauf bezogene Restkilometeranzeige. Das ist vorbildlich. Mit Sirren, typisch für viele Frontantriebe, zieht der Motor los. Die Unterstützung im Economy-Modus ist soft, bei Sport recht gut, aber nie bullig. Je schneller man kurbelt, desto mehr Kraft gibt der Motor dazu. Daumen hoch also für diese Steuerung, da nie hoher Druck aufs Pedal kommen muss und es Akkusaft spart. Fährt man gemütlich, arbeitet der Motor auch im Sportmodus gemütlich mit. Insgesamt fährt sich das ES80 sportlich straff. Es rollt souverän geradeaus, ist lässig agil. Über 25 Stundenkilometer hinaus ist es auch dank schön leichter 21,9 Kilo Gesamtgewicht ein prima Tourer. Für Schnellfahrer sollten die Entfaltung der 8-Gang-Schaltung länger sein. Also Tipp, kleineres Ritzel einbauen. Die Fahrleistungen. Test im Land-Eco-Modus 75 Kilometer, Reichweite im Land-Power-Modus 43 Kilometer, Reichweite im Stop-and-Go-Stadtbetrieb bei Power-Unterstützung 37 km. Reichweite am Berg bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 15,2 km 11 km. Gewicht 21,9 kg, Preis 2699 Euro. Unser Fazit, das VDV ES80 liefert in Sachen Fahrrad eine sehr gute Vorstellung ab. Sein auch kurbelfrequenzgesteuerter Motor passt sehr gut dazu und garantiert Fahrspaß. Tolles Tourenrad mit wirklich guter Pendlereignung. Unser Urteil sehr gut. Wir vergeben mit großer Freude den Elektrorad-Tipp-Empfehlung. Musik